Hallo, Marcel Batanktaris, mittlerweile 35 Jahre alt und wohne in Kölle. Ja, ursprünglich komme ich aber aus der Weltstadt Wesel, das ist Niederrhein-Pott und ich liebe den Pott. Meine Mutter ist Holländerin, ich kann ein bisschen praten Nederlands natürlich. Mein Vater ist Spanier. Hablas un poquito español, si claro, mi también. Mein Nachname ist Indonesisch, nicht Griechisch, trotz der IS-Endung. Batanktaris, Batang ist der Stab, Taris ist der Tänzer. Ich heiße also Marcel Stabtänzer. In der Weltstadt Wesel wird aber nicht so viel am Stab getanzt. Da haben wir nämlich mehr so Standard und Latein gemacht. Und das war echt mal eine coole Nummer. Ich habe in der ersten Bundesliga mit Mehmet und Ali und Taifun, und da waren noch ganz viele, Bernd Klapper kam aus Ghana, haben wir da in der ersten Bundesliga getanzt. Cha-Cha, Rumba, Jive, alles was so geht. Und nebenbei sind wir dann in die Diskothek gegangen und haben gebreakt. Das geht nämlich auch. Bin dann hier nach Köln gekommen, habe Schauspiel studiert und habe dann den tollsten Job der ganzen Welt entdeckt. Und zwar bin ich nämlich Europas bekanntester Puppenspieler. Jeder hat mich, glaube ich, auf irgendeiner Bühne schon gesehen, weltweit. Ich hatte ein riesen Publikum, zum Beispiel bei der WM 2006, da war ich Guleo. Das war so eine Stimme, habe ich dem gegeben, eine Mischung aus Samson und Snoop Dogg. Fand ich gut, passte irgendwie. Der hat dann halt so gesprochen, so ladidadi, we like to party. Dann spreche ich den Arktos, das ist der böse Schneemann aus der Tabaluga-Show. Der spricht meistens so und der ist immer ganz böse, ey, Pustbacken, aufgepasst. Oder auch Rabe Rudi. Rabe Rudi ist ein bisschen schneller und hat einen kleinen S-Fehler. Der spricht dann ungefähr so, liebe Kinder. Sämtliche Puppen, man sieht nie mein Gesicht, aber es ist immer meine Stimme. Als Schauspieler, da habe ich so ein paar Träume. Also ich möchte jetzt gar nicht erzählen, was ich alles spielen kann, weil das ist totaler Driss, man kann ja immer alles. Ich habe den Traum, mal einen 50s-Film zu drehen, weil ich glaube, das wäre eigentlich die Zeit, in der ich hätte geboren werden müssen. So richtig schön Michael J. Fox zurück in die Zukunft, wenn er zurück in die Vergangenheit geht. Oh mein Rock'n'Roll, das wäre meine Zeit gewesen. Zweiter Traum, ein Ruhrpott-Film à la Bang, Boom, Bang, Goldene Zeiten, Peter Torwart. Da geht mir das Herz auf, wird gerade nicht mehr gedreht. Ich hoffe, irgendwann kommt er zurück. Und der dritte, allergrößte Wunsch, liebe Produzenten, Regisseure, versucht es doch mal. Eine Serie à la Entourage. Sons of Anarchy oder mein All-Time-Favorite, Deadwood. Hier nach Deutschland zu bringen oder beziehungsweise hier mal zu produzieren. Nicht 1:1, aber sowas in der Art. Wir schaffen das.